Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und ich heiße euch herzlich willkommen in der Ideenbox. Wir bauen heute gemeinsam diesen kleinen Wachposten, Außenposten, Jägerstand, wie ihr es nutzen wollt. Die Blöcke, die ihr dafür braucht, zeige ich euch hier. Und bitte nehmt die Blockzahl nicht allzu genau. Es gibt immer mal den einen oder anderen Block, der ein bisschen variiert. Der ein oder andere erkennt die Location vielleicht wieder. Ja, genau. Hier haben wir bereits eines meiner berühmt-berüchtigten Survival-Häuser gebaut. Klein, fein, wer wissen will, wie man das baut, sucht entsprechend das Tutorial. Wenn ich dran gedacht habe, blende ich es euch hier ein. Meistens ist das nicht der Fall. Ich möchte hier noch einen Wachturm hinzubauen und da eignet sich perfekt hier oben die Anhöhe. Ich habe hier ein bisschen die Bäume weggeschlagen, das müsst ihr natürlich machen und dann kann man hier bauen. Als allererstes blende ich euch einmal hier das Fundament ein. Das ist denkbar einfach. Pausiert das Video, baut es euch schnell und dann legen wir los. Wichtig an der Stelle noch die Bereiche, die ich hier mit Coarse Dirt, also mit grober Erde markiert habe. Die braucht ihr als Platzhalter. Ihr müsst dort keine Erde platzieren, aber ihr braucht dort Platzhalter, denn dort kommen nachher die Streben für die Stützen hin. Der erste Schritt ist einfach wie eh und je, 10 weitere Blöcke hier oben drauf machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, es sollten insgesamt 11 Stück sein, dann ist alles richtig. Damit es uns bei den Bauarbeiten nicht auf den Kopf regnet, bauen wir als allererstes das Dach drauf. Wir nehmen dafür Fichtenholzplanken, also Bretter, heißt es Planken, Planks heißt auf Englisch Bretter. Bauen hier oben eine 5x5 große Zone, setzen hier einen temporären Block, eine Stufe rein und bauen dann hier die Stufen. Und dann setzen wir noch einen Kranz außenrum mit Stufen und das Dach ist einfach, aber fertig. Und schon regnet es uns beim Arbeiten nicht mehr auf den Kopf. Und dann hattet ihr von mir eine Angabe an Zäunen. Ich glaube, es waren 15 Fichtenholz und 21 Eichen. Es spielt aber keine großartige Rolle, wie viele von was. Alles, was ihr mit diesen Dingern hier macht, ihr verteilt die hier außenrum. Wie, das bleibt euch überlassen. Schön gemischt, einfach dran. Wichtig, die in die Mitte gehen 3 hoch, mal 2 hoch, mal höher, mal niedriger. Mischt einfach durch. So wie ihr das für hübsch haltet, das werden sind die seitlichen Streben, die den Turm dann noch zusätzlich fixieren. Wer sagt, ihm gefällt dieses Gemisch überhaupt nicht, der kann auch nur Fichtenholzdinger nehmen und sich auf Eichenholz komplett verzichten. Ich mag das Gemisch, deswegen mache ich das auch so. Als nächstes bringen wir die Ebenen ein. Die erste Ebene befindet sich hier bei Block Nummer 4, also 1, 2, 3, 4 abzählen und dann oberhalb der 4 bringen wir das an, also dass man quasi auf der fünften Ebene gut stehen kann. Wir verbinden die Punkte auf Höhe 4 miteinander. So. Ich finde es übrigens ein sehr schönes Feature, dass man hier über die Ecken drüber laufen kann, ohne runterzufallen. Danke, Mojang. So, dann gehen wir hier rüber. Jetzt überlegen wir uns kurz, an welcher Stelle wir die Leiter hochlaufen haben wollen. Ich möchte die so haben, folglich muss ich diesen Block hier leider wieder entfernen. Da mache ich nur einen, hier mache ich 3 und hier mache ich einen. So, hier geht die Leiter rauf, das heißt, ich bringe hier eine Treppe an, aber wir brauchen wieder was Temporäres. Wir nehmen uns wieder meinen lieblingstemporären Block. Light Blue Concrete. So, platzieren den hier, platzieren da eine Treppe dran, so. Und jetzt können wir nämlich hier später die Leiter dran positionieren. Für die nächste Ebene, also die Ebene 2, gehen wir nochmal 4 Blöcke hoch. 1, 2, 3, 4 und platzieren dann an der Oberkante hier die erste Falltür und bauen dann die Ebene exakt wie die Ebene drunter 1:1 gleich. 2 Ebenen sind angebracht. Wir wollen natürlich auf die Ebenen hinaufkommen. Aus diesem Grund schnappen wir uns Fichtenholzfalltüren, platzieren die bis hier unten auf den Boden, schließen sie und bringen von der Gegenseite hier Leitern an und ihr seht schon, die müssen so angebracht werden, dass sie mit unserer Treppe hier übereinstimmen. Das gleiche natürlich für die Ebene drüber auch, hier unten drunter rangehen, 3 Falltüren platzieren, diese schließen und Leitern. Denkt dran, ja, wenn ihr diese Falltüren jetzt betätigt, fliegt natürlich die Leiter wieder ab, also das sollte nicht passieren. Damit man oben doch ein bisschen sicher ist, je nachdem was man da oben macht, verteidigen oder auch geschützt, wenn man Ausschau hält, dass einmal nicht gleich entdeckt wird, bauen wir eine Art Behausung hier oben rein. Wir verbinden erst einmal alle Stützen mit Zauntüren, wie so Querstreben, gehen dann nach außen hin, bringen außen ebenfalls Zauntore an, die wir öffnen
Sieht es aus wie zwei so kleine Holzträger, die das Dach halten. Und gehen dann auch wieder außen hin und platzieren von außen drei Falltüren oben und von innen drei Falltüren. So. Und dann werden einmal die Falltüren, also jetzt gehen wir raus, machen es von draußen, werden einmal die oberen Falltüren geschlossen und die unteren Falltüren geschlossen. Und schon haben wir hier nur noch einen schmalen Spalt, zu dem wir rausschauen können. Wir sollten das nicht gegen die Sonne machen, dann sieht man es schlecht. Also noch einmal oben drei anbringen, machen wir die gleich zu, gehen wir nach innen rein, bauen hier drei, fertig. Und das machen wir für alle Seiten. Die Ebene unten drunter wird nicht ganz so stark verdeckt oder befestigt, je nachdem, was man da sagen möchte. Sondern wir bringen einfach oben eine Querstrebe wieder an aus Zauntoren. Und unten machen wir das Gleiche, dass man nicht runterfallen kann. Hier ist man natürlich nicht ganz so geschützt, aber das muss man vielleicht auf der Ebene auch nicht. Um den Turm noch ein bisschen auszuschmücken, bringen wir ein paar letzte Details an. Wir machen uns einmal hier unten an die Füße. Und platzieren hier eine Falltür und hier. Ich werde mit euch jetzt einfach eine Säule gestalten und euch dann zeigen. Wir machen das dann für alle vier gleich. Dann gehen wir hier an diese Ecken hier hin, hier unten, beziehungsweise eins drüber hier oben. Bringen dort nochmal Falltüren an. So. Eins nach oben. Hier auf der Höhe, halt auf der Höhe drunter, bringen wir zwei Knöpfe an. Dann setzen wir Falltüren hier oben drüber. Oberhalb der Falltüren nochmal Knöpfe. Dann gehen wir hier, holen wir uns ein Schild. Ich habe ein leeres Schild gemacht. Ein Schild. Und platzieren hier einfach Fichtenholzschilder. Zack, als Querstreben. Das machen wir auch quasi einmal außen rum. Und dann sind wir auch schon fertig. Mittig hier oben noch ein Banner platzieren. Zack. Und dann wäre das alles. Damit sind wir jetzt fertig mit unserem kleinen Wachturm. Ihr seht schon, ich habe noch ein paar Details hinzuaddiert und die bringen das Ganze auch erst richtig zum Leben. Die Sachen waren natürlich nicht in der Blockanzahl mit enthalten. Ich zeige es euch trotzdem. Ich habe natürlich mein ureigenes Banner aufgehängt. Ihr könnt da auch euers hissen. Ich habe ein bisschen Grünzeug außen hoch wachsen lassen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geändert, indem ich einfach einen Zaun eingebaut habe, noch einen Zaun und dann eine Kette mit einer Lampe dran. Hier außen einfach mal noch außen, Zaun, Tür, Zaun und eine Lampe abgehängt. Ein kleines Lagerfeuer darf nicht fehlen. So ein Tonkrug, ein bisschen Lagerzeug ist auch mal gut, wenn man verrottetes Fleisch hat, kann man das einfach irgendwo wieder loswerden, ohne dass man es wegschmeißt. Hier eine kleine Liegeecke unter dem Baum. Ich denke, da schläft sich besser als wie hier unter dem Turm. Und dann natürlich im Turm ein paar Kleinigkeiten, nur ein Fass mit einem Licht drauf, eine Kiste einfach so abgestellt. Und hier oben bin ich einfach mit der Balustrade eins nach außen gegangen und habe ein Fass reingestellt. Kette, Lampe abgehängt und fertig. Und wir können von hier oben perfekt in alle Himmelsrichtungen Ausschau halten, ob sich nicht irgendwo eine Pillager-Patrouille nähert. Damit sind wir heute auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr sehr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ich habe eine ganze Playlist mit kleinen Tutorials. Schaut es euch an, lasst mir gerne einen Kommentar da. Damit würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!